Neben der Wiener Peterskirche im Theater Garage X gastierte gestern die deutsche Alternativrockband Hands Up Excitement. Deren Gitarrist, der Schauspieler August Diehl, bislang eher mit Filmen wie den Inglourious Basterds oder Salt mit Angelina Jolie und auf Theaterbühnen wie bei den heurigen Salzburger Festspielen als Prinz von Homburg für begeisterte Kritiken sorgte und als heißer Tipp im Rennen um den nächsten Jedermann von Salzburg gilt. We are smart at home, we are stars. Im Theater habe ich so viel Eitelkeit erlebt und alle kämpfen irgendwie ihre Rolle. Und hier habe ich den Eindruck immer, man macht das miteinander, also alle machen miteinander diese Musik und es geht gar nicht darum, wer jetzt das spielt, sondern dass man das miteinander erlebt. Ich bin eigentlich über Julia in die Band gekommen. Julia hat in der Band schon 2 Jahre gespielt und dann haben wir ein Kind bekommen und dann ist ein Gitarrist ausgefallen und dann hat er mich gefragt, ob ich mal kurz auf die Bühne gehen würde. Und konntest du Gitarre spielen? Eigentlich kaum. Ich wusste, was ein A ist und ein C ist und so. Wir sind normalerweise eine Band, die viele Jahre schon zusammenspielt und hin und wieder mit Ausfällen zu tun hat, die wir natürlich kompensieren müssen. Ich habe hier Momente auf einer Bühne erlebt, wo ich denke, wenn so Theater funktioniert, ist es großartig. Es hat sehr viele Gemeinsamkeiten. Man muss hier eine wahnsinnige Disziplin haben auch, genau wie am Theater. Und trotzdem ist das nur möglich, wenn keiner eine Hauptrolle ist, sondern alle zusammen einen Körper ergeben. Und das passiert manchmal, manchmal nicht, aber hier passiert es öfter als am Theater. Vielleicht liegt es auch an der Musik, ich weiß es nicht.